Der Sprung aus einem Flugzeug ist absolut ungefährlich, vorausgesetzt, Sie befolgen sämtliche Vorschriften. Sobald Sie grünes Licht haben, springen Sie! Folgen Sie Ihrem Vordermann! Nicht stehen bleiben, nicht denken! Los, 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 los! Durch die Zwangsauslösung öffnet sich Ihr Schirm automatisch. Er ist so konzipiert, dass Sie senkrecht nach unten fallen. Steuern Sie auf ein Hindernis zu, können Sie diesem mit Hilfe der Leinen ausweichen. Landen Sie auf Lichtung und achten Sie auf grünen Rauch. Sie wissen, warum wir auf grünen Rauch achten? Weil es Vorschrift ist! Los, 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 los! Nur Anfänger und Zivilisten verfuschen die Landung. Sie sind doch kein Anfänger, oder? Durch einen Flair können Sie die Landezone beobachten. Außerdem ist die Landung dadurch weniger schmerzhaft. Fliegen Sie in eine Gefahrenzone, passen Sie Ihre Flugbahn an und bremsen Sie ab, um sanft zu landen. Dadurch sind Sie schneller kampfbereit. Hören Sie mich! Vorwärts, 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 vorwärts! Vertikale Leichensäcke. Der Tod von oben. In der Army halten Sie einige für nichts weiter als ein gescheitertes Experiment einer neuen Art der Kriegsführung. Aber diese Leute kennen Sie nicht. Ich bin überzeugt, dass die Kapitulation der Deutschen, wenn sie denn erfolgt, den Luftlandeeinheiten zu verdanken sein wird. Enttäuschen Sie mich nicht. Travis! Travis! Alle mal zuhören! Ruhe! Unser Ziel liegt hier, Sizilien. Ein Ort namens Adanti. Laut S2 hat der Feind dort 4 Flugabwehrgeschütze in Stellung gebracht. Die erste Flak steht im Westen, in einem Sektor, der als Hill Houses bezeichnet wird. Die zweite Flak steht außerhalb, gleich hinter dem nordöstlichen Stadttor. Die beiden letzten sind schwer bewacht. Sie stehen auf dem Haus des Bürgermeisters, das der Feind kürzlich als Gefechtsstand besetzt hat. Das sind unsere aktuellsten Bilder der Absprungzone. Gebiete mit der höchsten Truppenkonzentration sind rot markiert. Falls Sie diesen Krieg nicht im Alleingang gewinnen wollen, sollten Sie sich also auf die grünen Rauchsignale konzentrieren. Wir schlagen in 2 Stunden los. Abtreten! Nichts mehr aus hier!
Dove sono? Uccidetemi!
sono. Travis, ich rücke vor! Travis!
Non lasciatemi arrivare!
fuori! Uccidete l'americano! Ok! Zeigen wir es ihnen! Unterstützung, und zwar sofort! Oh, Mist. Wir haben selbst nicht genug Leute. Okay, Sie und Travers gehen, ich warte hier. Ich kann Setzer sowieso nicht leiden. Komm schon, Travers! Wir müssen den Rest der Stadt sichern! An alle Luftlandetruppen in Reichweite dieser Übertragung. Im nordwestlichen Sektor von Adanti steht eines unserer Platoons unter schwerem Feindbeschuss. Alle Einheiten, die mich hören können, haben den Befehl, unseren Jungs unter die Arme zu greifen. Ich komme mit in Bedeckung!
uns. Na endlich, das wurde aber auch Zeit. Geh nicht ans Fenster. Da draußen ist ein Scharfschütze. Er hat Harding erwischt. Denkt, hier ist keiner mehr. Fordert per Funk Unterstützung an. Jetzt musst du den Kerl ausschalten. In Springfield. Alle Infanteriedivisionen in Adanti sammeln und mit ganzer Härte zurückschlagen. Er ist durchgekommen. Die Deutschen rücken vor, um die Stadt zurückzuerobern. Schnell! Der Feind hat starke Feindverbände in den Vororten von Adanti zusammengezogen. Laut S2 soll sich dort auch ein Regimentskommandeur aufhalten. Alle Einheiten haben Befehl, die feindlichen Stellungen zu attackieren, um den Offizier aufzuschalten oder gefangen zu nehmen. Unten bleiben! Ganz einfach. Langsam durchziehen. Komm jetzt zurück ins Stadtzentrum! Panzer nähern sich aus nördlicher Richtung. An alle Einheiten, ziehen Sie sich zum Marktplatz zurück und helfen Sie unseren Jungs! Los, Travis, wir müssen uns beeilen!
weiter! Feuer! Erledigt den Amerikaner! Flanke sichern! Thank you.
Colonel Scott Webb, kommandierender Offizier, Abschlussbericht der 82. Luftlandedivision. 11. Juli 1943. Sind um 22.30 Uhr unter schwerem Beschuss gelandet. Zerstörung aller Flugabwehrstellungen in und um Adanti durch unsere Fallschirmtruppen. Adanti selbst und seine Bewohner wurden befreit und gesichert. Der Feind zieht sich nach Norden zurück. Die Operation, die erste Feuertaufe unserer Division, war entscheidend, aber verlustreich. Der Krieg hat begonnen. Möge er rasch enden.